Franz? Franz, Essen ist fertig. Also hier ist alles drin. Flasche, Spülsachen, Feuchttücher. Der Quitschi, kann ich mich diesmal auf dich verlassen, Franz? Freilich, Susi, wann hast du dich schon mal nicht auf mich verlassen können? Ja, Herrschaftszeiten, das kann man überhaupt nicht mehr mit anschauen, wie der in sich neifrisst da. Eberhofer? Wir haben hier ein Brandleich. Riecht wie ein Schweinsbraten, gell? Was haben wir denn? Wie kommst du drauf, dass das Brandstiftung war? Hast du schon mal gehört, dass ein Haus von ganz allein zu brennen anfangen kann? Du Hanswurst! Herrgottsakrament! Eberhofer! Ab jetzt halten wir strenge Diät. Kein rotes Fleisch, viel Gemüse und keine Leberkässemmel mehr. Es ist ein Brokkoli, Tofu, Eintopf. Wegen dem Hirschen, da können wir jetzt unseren Komposthaufen zusammenfressen. Der Bueko, der hat doch da gewohnt bei der Mooshammerin. Ihr habt eine handfeste Affäre gehabt. Wir hatten eine Stutterstube. Ja, wo ist er denn? Ja, wo bist du denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo bist du denn? Wo ist er? Gut, haben wir das also auch geklärt. Hast du einen Stinker gemacht? Da du speiben musst, zum Fettgewebe, das von der letzten Obduktion übrig geblieben ist. Weißt du, Pauli, eine Frau sucht bei einem Mann die Herausforderung. Das mit dem Franz und mir, das funktioniert einfach nicht auf Dauer. Und dann kommt's wieder zurück. Da wette ich drauf. Um eine halbe Bier? Geht. Er ist eine Katastrophe. Pauli! 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 Ja, Pauli! Es war hundertprozentiger Beziehungsstart. Saskia hat ein Problem mit Männern und Beziehungen. Sie war deshalb regelmäßig in einer Therapiegruppe. Gehst du zu den Beziehungsgestörten? Da gehst schön selber in Eberhofer. Da passt du hin wie Arsch auf Eimer. 1, 2, 3, 4! Auf geht's, Volksfest! Ha. Schau aus meinem Fenster raus! Sagt er nichts hier! Das hat nichts zu bedeuten. Überhaupt nichts. Pauli, gibst du der Mama einmal den String? Wir müssen diese Conny finden und dann haben wir eine lesbische Eifersuchtsmörderin. Das spür ich in den Eiern. Conny ist dein Mann. Wenn du mal groß bist, dann darfst du also was Feins rauchen mit der Opa. Spinnst jetzt? Wo die Welt sich nur im Kreisel dreht und der Weg von allen Seiten weht und der Verstand normal in Flammen steht. Geh noch ein bisschen dickere Scheiben. Weißt du was? Machst du das selber, du lieber Käse-Junkie.